Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinger. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Heute zeige ich euch, wie man diese süßen Herbstdeko machen kann. Ich hoffe, ihr seht das. Einmal einen schönen Teelichthalter und einmal ein schönes Blumengesteck. Ja, alles einfach so aus Zierkürbissen. Was ich noch dazu sagen möchte, seid vorsichtig beim Ausschneiden mit dem Messer. Es ist wirklich ein bisschen gefährlich, aber ja. Und noch dazu wollte ich sagen, diese Herbstdeko ist wirklich nur für eine kurze Zeit gemacht, da jetzt gerade bei den Teelichtern hier das ganze Innenleben vom Kürbis noch drin ist. Das heißt, ich würde das eher dann so aufs Fensterbrett stellen, vielleicht auch da, wo man manchmal das Fenster aufmacht, dass es halt nicht zu warm ist. Ja, hier ist dann das Innenleben draußen. Das zeige ich euch ja dann jetzt im Video. Aber auf jeden Fall ist diese Herbstdeko wirklich nur für ein, zwei Wochen gemacht. Wenn man vielleicht ein schönes Herbstessen hat, wo man eine schöne Tischdeko möchte und man nicht viel Arbeit haben möchte. So, für den Teelichthalter brauchen wir als allererstes zwei Zierkürbisse, die passenden Teelichter dazu, ein Messer, einen Löffel und einen Stift. Als allererstes nehmen wir uns jetzt einen Zierkürbis, das Teelicht und setzen das Teelicht auf den Zierkürbis rauf und malen einmal um das Teelicht herum, damit wir sozusagen wissen, wo wir anfangen müssen zu schneiden. Ja, wenn wir dann die Umrisse gezeichnet haben, nehmen wir uns das Messer zur Hand und schneiden einfach der Linie nach rein. Bitte aufpassen, es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Der Kürbis ist sehr hart und auch nicht zu weit reinschneiden bitte, weil sonst fällt das Teelicht einfach runter und das wollen wir ja auch nicht. Ja, also den Rest drücke ich jetzt einfach in den Kürbis rein. Der wird nicht ausgehöhlt, der Kürbis, deswegen ist er auch nicht so lange haltbar sozusagen. Jetzt machen wir den einmal nochmal sauber, weil jetzt ein bisschen Kürbisreste überall sind. Dann mache ich jetzt noch Alufolie rein, damit einfach sowas zwischen dem Kürbis und dem Teelicht am Ende ist und damit es auch ein bisschen höher ist. Jetzt habe ich einmal die ganze Alufolie reingemacht. Jetzt stecke ich das Teelicht rein. Ihr könnt es ruhig weiter reindrücken, das ist kein Problem. Das Teelicht ist fest drin, passt perfekt rein. Jetzt zünde ich die Kerze nochmal für euch an. Ich muss sagen, das ist wirklich eine so schöne Deko für den Herbst, für den Esstisch. So, für die Blumengestecke brauchen wir wieder zwei Zierkürbisse. Dann brauchen wir verschiedene Blumen. Da könnt ihr euch wirklich aussuchen, was ihr wollt, je nachdem, was euch gefällt. Ein Messer, wieder ein Stift zum Vorzeichnen und einen Löffel zum Aushöhlen. Dann brauchen wir noch Steckschaum, weil wir jetzt hier einzelne Blumen haben. Und ja, der Steckschaum wird ja später in Wasser getränkt und dann werden die einzelnen Blumenstängel da reingesteckt. Wenn ihr keinen Steckschaum benutzen könnt, könnt ihr auch einfach einen Blumentopf kaufen und den dann da reinlegen. Jetzt malen wir einmal vor, wie wir das ausschneiden wollen. Jetzt schneiden wir das einmal aus. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil das habt ihr ja schon bei dem anderen Kürbis gesehen. So, das ist das, was aus dem Kürbis rausgekommen ist. Ganz schön viel. Der Kürbis ist jetzt sauber und ordentlich ausgehöhlt. Sind wirklich keine Reste mehr drin. Ist auch wichtig, damit später der Steckschaum gut reinpasst.
Jetzt nehmen wir uns den Steckschaum, schneiden ein Stück ab. Da müsst ihr ein bisschen einfach frei nach Schnauze das auswählen, wie ihr glaubt, wie es reinpasst. Es muss sowieso noch dann vorgeschnitten werden, weil er so einfach nicht reinpasst in den Kürbis. Genau, jetzt schneiden wir die Seiten ein bisschen ab. Einfach mal so nach Gefühl, wie ihr denkt, wie es am besten dann in den Kürbis reinpasst. Genau, so sieht meins aus, nachdem es ausgeschnitten ist. Passt jetzt noch nicht perfekt rein, aber wenn er dann nass ist, dann kann man ihn auch ein bisschen reindrücken. Jetzt nehmen wir uns eine Schale mit Wasser und tränken den Steckschaum richtig voll mit Wasser. Und ja, dann drücken wir den Steckschaum in den Kürbis rein. Ihr könnt ruhig richtig feste drücken. Ich habe noch ein bisschen die Seiten mit den Resten vom Steckschaum ausgefüllt. Und dann kommen wir schon zum Stecken von den Blumen. So, als allererstes müssen wir die Blumen jetzt erstmal zuschneiden. Die sind ja noch viel zu lang für den Kürbis. Einfach so schneiden mit der Schere. Wichtig ist auch, die Blumen immer ein bisschen schräg anzuschneiden. Und jetzt fangen wir auch schon an zu stecken. Einfach wieder nach Gefühl. Ihr seht ja auch, ich habe mal die Blumen wieder rausgenommen, wieder reingemacht. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem ersten Kürbis. Jetzt geht es gleich weiter mit dem zweiten Kürbis. Den stecke ich ein bisschen anders, aber auch einfach wieder nach Gefühl. Da würde ich auch gar nicht viel vorher planen. Das kommt dann währenddessen, dass euch einfällt, wie möchte ich das haben. Genau, da habe ich ein paar kleine Gänseblümchen dazwischen gemacht und an die Seiten. Einfach so nach Gefühl in dem Moment, wie ich es am schönsten fand. Fertigen Kürbisse nochmal in Aufnahme. Ich bin wirklich super begeistert, mir gefallen sie sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Mich würde wirklich sehr interessieren, wie euch diese Bastelaktion gefallen hat. Dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch nachgemacht habt oder zum Beispiel auf Instagram auch ein Foto schicken. Das würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!